Entschuldigung. Hallo Frau Nagel. Hallo. Herzlich willkommen in Riesa. Danke. Warum sind Sie heute hier? Was ist das für ein... Wir sind komplett privat. Ihr seid privat, okay. Genau, wir wollen eben berichten über den Parteitag der AfD hier und eben auch, dass es Gegendemonstrationen gibt. Ja, okay. Und da eben auch mit den Leuten ins Gespräch kommen, fragen, okay, warum? Ja. Und was man eben so macht in Riesa. Ich finde es total wichtig, die jungen Leute hier in Riesa zu unterstützen, die den Protest gegen die AfD initiiert haben und organisiert haben, vorbereitet haben über viele Tage und Wochen. Ich war hier oft in Riesa mit bei den Vorbereitungstreffen, ja? Und da ist viel Power drin. Und ich finde es notwendig, gegen die AfD zu demonstrieren, weil diese Partei für eine gesellschaftliche Spaltung steht, für Ausgrenzung steht, für eine tatsächlich neoliberale und unsoziale Politik und für einen Abbau von Demokratie. Und das sind für mich Merkmale, da muss man sozusagen auf die Straße gehen und argumentativ dem entgegen sich stellen. Ja, gerade zum Stichwort Demokratie gibt es ja einige Leute, die sagen, dass Gewalt auch ein legitimes Mittel ist. Wie stehen Sie da dazu? Für mich ist Gewalt kein legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung und genau darum ist es auch wichtig, dass wir Demonstrationen veranstalten. Das sind demokratische Mittel, das ist ein Grundrecht, was wir wahrnehmen und das ist die richtige Form der Auseinandersetzung mit der AfD. Okay, nun ist es ja zu dem Vorfall in Bremen gekommen, wirklich, ja? Okay. Mit dem Herrn Magnitz, dass er überfallen worden ist. Ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert, ist das sozusagen, aber Sie liefern nicht der AfD zu, oder? Inwiefern? Das wurde mir gerade hier gesteckt. Nein. Also ich bin sehr privat hier, ja. Okay, gut. Ja. Also Stichwort Magnitz, ob das ein legitimes Mittel ist. Nein, es ist natürlich kein legitimes Mittel. Also für mich ist die Form der Auseinandersetzung, die man führen muss, ist eine, die mit Worten passiert, die mit bunten Protest, mit Kultur und so weiter transportiert wird. Unser Ziel ist ja, Menschen auch davon zu überzeugen, dass die AfD die falsche Alternative ist und das kann man nicht mit Gewalt machen. Ich kann Menschen nicht überzeugen mit Gewaltakten, sondern mit Inhalten und mit Formen. Ne? Das wäre auf jeden Fall vernünftig. Hoffen wir, dass es heute ruhig bleibt. Vielen Dank, Frau Nagel. Es wird ruhig bleiben.